Servus und grüß Gott zu einem neuen Video der Danto GmbH. Und nachdem der Frühling naht, habe ich mir gedacht, packt mal wieder mal eine Feuerschale aus. Wer so eine Feuerschale noch nicht gesehen hat, das sind lasergekattete Bälle praktisch, die zweiteilig sind, zeige ich auch gleich. Und wir haben mehrere verschiedene Motive. Heute habe ich mal ein Frühlingsmotiv rausgesucht mit Blätter, Schmetterlingen und so weiter. Sehen wir auch noch im Detail. Diese Feuerschalen sind von der Optik her verrostetes Metall. Das ist natürlich künstlich herbeigeführt. Ich schätze mal mit irgendeiner Art Säure oder so wird das künstlich gealtert. Also die kommen schon sehr verrostet an, aber die Materialstärke, das sind also mehrere Millimeter. Also die können lang draußen stehen, bis die so verrotten, dass sie komplett durchgerostet sind. Also da keine Angst, das Material ist stark genug. Feuerschale, warum? Weil jetzt schaut ja das nach einem Ball aus. Das ist zweiteilig. Und zwar kann man den oberen Aufbau ganz einfach runternehmen und dann erhält man halt eine ganz normale Feuerschale. Die Feuerschale ist so aufgebaut, da sieht man also in der Mitte sieht man ein Wasserablaufloch. Also auch wenn man die draußen stehen lässt und es regnet, läuft über dieses Ablaufloch das Wasser ab. Und kann dann unten über den Fuß, das sieht man da, praktisch nach außen in die, ja, nach außen in die Umwelt. Und somit bleibt da auch kein Wasser drin stehen, auch wenn es regnet. Das zweite, für was dieser Sockel dient, dieser kurze Sockel dient praktisch ein bisschen als Kamin und zur Belüftung. Das ist das Loch da. Da belüftet praktisch von unten über das Wasserloch die Feuerschale, dass halt von unten ein Sauerstoff rankommt und das Feuer relativ gut brennt. Problematik bei Feuerschalen kennt jeder. Wenn ich das in der Nähe von einer Hecken und so weiter habe, ist es immer ein bisschen gefährlich, weil ich ja mit einem normalen Holz immer Funkenflug habe und solche Geschichten. Also muss man vorsichtig sein, auch im Garten, wo man die aufstellt und wie man die abbrennt. Ich habe einen Tipp dazu. Und zwar nehmen wir für diese Feuerschalen so spezielle Anzündscheite her. Das ist also gepresstes, ich sage jetzt mal so Recyclingmaterial. Das ist leicht ölgetränkt, brennt hervorragend und kann ich so, wie es ist, einfach hier die Verpackung anzünden und dann brennt diese Anzündscheide, brennen dann wie ja, ganz normal wie Holzscheite ab. Und von der Optik her ist das ein ganz normales Holzfeuer. Allerdings mit dem Vorteil, da spritzt nichts. Also da platzt keine harzige Fichten auf oder so, sondern das brennt sauber schön runter und man hat einfach nur den Feuerball praktisch da innerhalb der Feuerschale und eigentlich relativ harmlos und passiert nichts. Ja, wenn ich das Holz jetzt drin habe, dann kann ich einfach diesen Aufsatz, der auch schon als Funkenschutz dient. Er hat da so drei so Haken und dann kann ich das ganz einfach oben aufsetzen und ich habe dieses Design von diesem Feuerball und habe dann ein ganz schönes Motiv und ja, schaut dann schick aus und macht ein super Ambiente. Wenn das schon runterbrennt ist, dann wird natürlich das Metall heiß, ist klar. Wenn man jetzt wenn ich jetzt Scheite nachlegen will, dann habe ich immer das Problem, ja, das Ding ist heiß, wie kann ich nachlegen? Das ist ganz einfach gelöst. Ich habe in diesen Feuerbällen einen größeren Ausschnitt. Das ist der hier vorne, das sieht man da hier vorne. Und darüber kann ich problemlos Holz nachlegen, ohne dass ich den heißen Feuerball wieder runternehmen muss und mir die Finger verbrennen. Also auch daran ist gedacht und man kann über mehrere Stunden das Feuer am Laufen halten. Diese Feuerscheite, die ich da vorher gesagt habe, die ich jetzt da drin liegen habe, sind also vom Timing her so ausgelegt, das sind ungefähr 2 Stunden Brenndauer. Also das ist auch ganz gut. Holz, wenn man rein, da weiß man nie, wie brennt das runter. Ist das jetzt sehr trocken, geht schnell, ist ein bisschen feucht, fängt es zum Rauchen an, dauert länger. Buchenholz, Fichtenholz, alles unterschiedliche Brenndauern.
Das ist auch noch gut, weil ich sage, wenn ich eine so Feuerscheite oder zwei so Feuerscheite reinlege, dann habe ich zweieinhalb Stunden habe ich Feuer und das kann ich einigermaßen hintimen und weiß, okay, dann geht das Feuer wieder aus. Also ist also ein bisschen so eine eingebaute Brenndauer ist mit eingebaut, wenn man so eine Anzündscheite verwendet. Das ganze Brennmaterial, jetzt, was wir da haben, ist umweltverträglich, also auch noch besser, als wenn man Holz einschürt. Das ist ja immer so die Frage, Gestank, Rauch für Nachbarn, immer ein bisschen Problematik mit den Anzündscheite, ist das Thema erledigt. Zum Sockel ist noch zu sagen, dieser ganze Feuerball hat, wird das sein, 15 Kilo. Ich kann die aber auch unten über die Füße, da sind so Löcher drin, kann ich die jetzt auf der Terrasse zum Beispiel auch fest verankern mit Schrauben. Und dann hat das Ding einen sicheren Standort auf einem Sockel irgendwo, halt, wo es halt nicht so gut steht oder auch nicht in der Wiesen, sondern irgendwo anders kann ich das auch verankern und habe dann einen festen Stand und es kann auch nichts passieren, wenn während das Feuer brennt, dass da eventuell irgendwer hinkommt und die Feuerschale nach unten fällt oder so. Ja, dann schauen wir uns noch die Größe an. Ich meine, man sieht schon im Verhältnis jetzt zu mir, das Konstrukt ist nicht klar, also macht richtig schön was her im Garten. Ich habe unten beim Sockel habe ich gut 40 cm, ist unten die Platte. Die Sockelhöhe da wird ungefähr 10 cm sein, dieses untere Rohr. Ja. Und der Feuerballdurchmesser, der schaut jetzt, da sind wir bei ungefähr 60 cm sind wir da. Die Gesamthöhe von dem ist ungefähr, jetzt muss ich ein bisschen schätzen, 70. Das sind ungefähr 70 cm. Also ist schon ganz schön groß und wenn das am Brenner ist, ist das auch wirklich extrem schön. Also schauen wir uns die Details da nochmal an. Also ich hab da so Ranken rauf. Ich hab, wenn das da anschaut, also so Blumenmuster ausgeschnitten. Ich hab da oben, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich fotografiere es dann nochmal. Ich hab da oben Schmetterling ausgeläsert. Da habe ich einen Vogel, der da mit drin ist. Da, das schaut so nach Tulpen ähnlichen Cut aus. Also die verschiedensten Motive, die da drauf sind, spiegelt für mich jetzt einen Frühling wieder und ist mit Sicherheit eine schöne Optik im Garten, wenn das brennt. Ja, ich hoffe, die Vorstellung von unserem neuen lasergecutteten Frühlingsfeuerschale und der Idee auch mit diesen Anzündscheiten zu arbeiten und nicht mit Holz, hat ein bisschen Inspiration gebracht und ja, würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, auf ein Like und auf ein Abo und wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video. Servus und viel Gott!